Hallo und willkommen zurück zu Maniac Mansion. Und ich will gar nicht da rumfackeln. Ich pflanze jetzt einfach mal diese Röhre da rein. Und es funktioniert. Ein Hightech-Radio. Ja, lieber Werner, aus heutiger Sicht sieht das etwas anders aus. Aber gut, für damals mag das wohl stimmen. Oh, wie war das? Weiß ich nicht mehr. Welche Nummer wähle ich denn da? Ich könnte den... Wie heißt der denn? Genau. Hat der denn nicht eine Telefonnummer da unten? Ich dachte schon. Oh Gott, hätte ich mal aufgepasst. Ich habe jetzt zwei Nummern aufgeschrieben. Im Bad stand die 1547. Ist das die Notfall? Nee, warum sollte jemand die Notfallnummer... 911, ne? Ist die amerikanische Notfallnummer. Mein Gedanke war jetzt eher vielleicht, dass... Hier, Fernseher, ne? Da war doch eine Telefonnummer, oder? Bla bla, bla bla. An die Adresse mailen. Und die Briefmarke nicht vergessen. Ach, Mist. Jetzt fehlt mir da die Nummer, die ich wählen kann. Nein! Das ist ärgerlich. Ich dachte, ich kann da einfach raus... ich dachte, das wäre so ein... So eine Art Walkie-Talkie oder so eine Art Kurzwellenfunk. Ich dachte nicht, dass das ein Telefon ist. Ich weiß nicht. Ich dachte, kann ich vielleicht auf Polizeifunk einstellen und dann quasi sagen, hey, Polizei! Oder so, keine Ahnung. Oder Feuerwehr oder was weiß ich. Schade. Blabla. Ah, 9111. Haha. Das war ja einfach direkt daneben. 9111. Okay. Das ist die Meteor-Polizei. Sehr schön. Aha. Sie haben den mörderischen lila Meteor gefunden. Wir sind in 5 Minuten da. Oh, und stellt sicher, dass das Labor aufgeschlossen ist. Uah, das Labor. Uah. Und für dich? Bleib unter der Lichtgeschwindigkeit. Ah, okay. Der ist gar nicht der Polizist, der ist nur, der ist zu schnell gefahren. Überlichtschnell, um genau zu sein. So, hey Jeff, du bist hier, genau. Ich hatte noch eine Idee, wofür der Schlüssel eventuell sein könnte. Nämlich genau für jenes Labor. Für eben jenes Labor. Und, kann ich da gerade hin? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss hier mal mit Bernard das aufdrücken. Die Tür aufdrücken. Ich meine aber, Jeff hat den Schlüssel noch, um reinzukommen. Unten in den Dungeon. Ins Gefängnis. So, Push Gargoyle. F3 ist Jeff, okay. Ja, ich versuche ein bisschen mehr die Tastatur wieder zu benutzen. Ich habe das nach der langen Pause ein bisschen vernachlässigt. Und es ist immer nur Jeff, der keine... Okay. Dann, lasst sie uns holen. Und wie soll ich da jetzt bitte reinkommen? Ach gut, naja, vielleicht nächstes Mal. Okay, das ging ja schnell. Aber ja, genau, der leuchtende Schlüssel, den hatte ich mir vielleicht überlegt, dass der genau da ranpasst. Ich meine, es ist schließlich leuchtend, ne? Zum Beispiel, weil da ein Meteorit oder so, keine Ahnung. Bitteschön, kann ich das öffnen? Wie war das? Ne, genau, das war zu heiß. Da hat nicht der Schlüssel gefehlt. Also davon ist der Schlüssel nicht. Die Tür ist verschlossen. Aber hier haben wir den alten Schlüssel dafür. Und dann... glaube ich... Oh, es sind zwei Schlösser, okay. Ha, tatsächlich! Ha, das war ja einfach. Au.
Och nö. Aber gut, wie gesagt, ich habe ja hier mehrere Codes. Ich habe hier die 4186. Das war die vom Tresor oben. Die hat wohl nicht funktioniert. Und dann habe ich aus dem Bad die 1547. Die funktioniert auch nicht. Nur der Vollständigkeit halber. Das funktioniert leider auch nicht. Okay. Ich habe immerhin, weiß ich jetzt, wo der Schlüssel benutzt wird. Und hier... Es ist wieder verschlossen. Ach komm, lass mal offen. Wird schon passen. Wird schon passen. So, wenn ich jetzt gerade mal hier jemand hier unten habe und Bernard die Batterien hat und die Taschenlampe, dann will ich doch mal schauen, ob die Drähte jetzt wirklich repariert sind oder ich da noch entsprechend was machen kann. Weil, ich weiß nicht, er hat es zwar gesagt wohl, aber es war genau in dem Moment, als die Taschenlampe leer ging. Ich weiß nicht genau, was zuerst war oder ob vielleicht das eine getriggert wurde und dann das andere das überschrieben hat oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Okay, also Jeff, dann mach mal hier aus. Und Bernard, du machst die Taschenlampe an und reparierst das hier. Ja, das sollte das Problem beseitigen. Ah, jetzt. Siehst du, Zwergesel? Siehst du? Jetzt ist das Ganze gefixt. Okay. Wobei ich mich frage, wofür das gut sein soll. Wofür sind diese Drähte... Wo führen die Strom hin? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht soll ich die Taschenlampe ausmachen. Nur so als Überlegung, damit die Batterien länger halten. Hier oben war es nicht, oder? Können wir reden? Oh, ich bin so depressiv. Ja, das hatten wir schon. Nee, hier war ich auch schon überall. Das ist es definitiv nicht. Wofür ist diese... Ich weiß es nicht. So, da will ich nicht rein, da will ich auch nicht rein. Da, was haben wir denn da? Extra Körperteile. Playboy-Kalender. Ich habe vorhin, als ich angefangen habe, irgendwie ein Ednas Bild oder so gesehen. Keine Ahnung. Nimm die mal mit. Jack. Nee, okay, dann nicht. Mai 1972 und Teds Todestag ist uns umkringelt. 1972, das könnte eventuell der Code sein hier unten, ne? Also ich das sehe, muss ja auch vierstellig sein. Jedenfalls nach vier Ziffern bricht die Eingabe ab. Und das war's nicht. Okay. Aber wo habe ich da vorhin irgendwas von Edna gelesen? Keine Ahnung, wie ich da drauf kam. 982 vor Christus. 982. 0982. Na? Oh. Jedes Mal, wenn es so kurz zögert, denke ich mir, ja, ich hab's, und dann, na doch, doch. na gut, hier war ich, hier gibt's nix. Ich könnte die alten Batterien die Toilette runterspülen. Das macht man ja so. Hat eigentlich Bernard schon das Ding benutzt? Ich weiß es nicht. Ich mach mal lieber. Ich glaube, nein. Ich glaube, bisher waren es Jeff und Dave, aber ich bin mir nicht sicher. So, das sollte reichen. Gut. Ich habe ja noch das Paket, ne? Ich könnte das ja mal... Ups, das ist Edna. Nein, 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 nein. Ich will hier rein. Was machst du hier in meinem Haus? Bist du hier, um mir zu helfen oder um den Meteoren zu bekämpfen? Oh, mein Kommandopaket! Jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du mir meine Pläne finden. Ich habe die irgendwo verloren. Weißt du, der böse Meteor hat meinen Vater verrückt gemacht.
Und ich muss ins Labor einbrechen, um ihn zu retten. Ich brauche mein Kommandopaket und meine Pläne, aber ich habe leider die Pläne verloren. Komm zurück, wenn du sie gefunden hast. Interessant, das heißt, er arbeitet quasi auf unserer Seite. Der ist quasi ein Guter. Oh mein Gott. Die Frage ist nur, wo hat er seine Pläne? Sind die vielleicht da drin? Ein leerer Umschlag. Was war denn da drin? Ach, da war die Münze drin, genau. Manuskript vom Meteor. Das sind nicht die Pläne. Ja gut, wo sind die Pläne? Hallo, komm zurück, wenn du meine Pläne gefunden hast. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, wo die Pläne sind. Das ergibt nicht wirklich einen Sinn, dieses Chart. Ha. LFLURA. Da kann ich bestimmt dran ziehen, oder? An der Tapete? Ne. Ach so, das ist keine Tapete, die da raushängt, sondern... Ah, das ist was an der Wand hängt und runterhängt. Okay. Kann ich das mitnehmen? Nee, schade. Okay, wo finde ich seine Pläne? Wo könnte er sie verloren haben? Vielleicht hier unten. Ja, den Entwickler würde ich gerne mitnehmen. Den lasse ich hier mal stehen. Ja, das kommt irgendwie jedes Mal, wenn ich da reingehe. Bei Edna oben haben wir ein Teleskop, was ich nicht mehr benutzen kann, weil ich keine... Aber ich habe doch eine Münze. Warte mal. Ich habe doch hier eine Münze. Damit könnte ich vielleicht mal an einem Automaten spielen, ne? Das probiere ich mal eben aus. Oder hat er seine Pläne vielleicht hier irgendwo verloren? Kann ich die hier mal beiseite räumen? Nee. Also hier ist nichts mehr, oder? Aha! 9357-2540-9008. What? Das ist jedes Mal eine andere Zahl. Und es wiederholt sich auch nicht. Oh Gott, 8146. Okay, war das letzte 8146. Nein. Mist. Das funktioniert so nicht. So, hat er hier irgendwo seine Pläne? Nein. Warning. Ja, das hatten wir auch schon. Okay. Ich wollte nochmal zurückgehen, um zu gucken, ob das Spiel vielleicht irgendwas Neues hier deponiert hat. Ach, sowas gibt's ja auch gelegentlich. Oder vielleicht hier drüben beim Briefkasten oder so. Mal reinschauen. Na, ist leer. Okay, und wieder zu. Und zack, Fläschchen, ne? Wenn nichts drin ist, dann muss die Fahne runter. So macht man das. Okay, dann würde ich mal die Truhe öffnen. Nee, das funktioniert leider nicht. Ah, Moment, was sehe ich denn da? Da ist die Tapete angerissen. Schade, kann ich leider nichts mit tun. Liegt hier noch irgendwo irgendwas rum? Keine Ahnung. Ich könnte ja endlich mal... Funktioniert das eigentlich? Ich weiß es gar nicht, habe ich ausprobiert? Keine Ahnung. Den Truthahn oder den... alten Braten. Nee, das funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich schaue mich mal hier hinten um. Aber gerade bin ich ein bisschen überfragt. Ich dachte eigentlich, es geht jetzt gut weiter. Mit den neuen Gegenständen. Aber gerade hänge ich dann doch wieder ein bisschen. So, hier ist der Pool. Hier war ich schon mit Jeff. Kann ich aber auch nirgends weiter. Okay. Sind vielleicht die Pläne auf oder in dem Umschlag? Könnte das sein? Könnte das die Lösung sein? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt mal wieder. Überfordert. Okay. Was könnte ich denn noch tun? Hinten die Bibliothek. Ich wüsste nicht was. Nee. Das Beste, was ich im Prinzip jetzt machen kann, glaube ich. Wo war es denn? Eins daneben, ne? Dr. Fred war ja, glaube ich, zwischendurch hier. Und ich weiß nicht mehr, wo er genau war, aber
Ich will auf jeden Fall Meteor-Mess spielen. Es geht ja hier um Meteoren. Funktioniert das? Tatsächlich! Oh mein Gott! Wow! 5858? Was? Den Rest habe ich nicht angeguckt. Nein! Reicht das? Meteor-Mess. Faszinierend. Ah! Okay, reicht das jetzt schon? Keine Ahnung. Mal ausprobieren. Tatsächlich, das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal gehen wir hier rein ins Secret Lab. Oh mein Gott, das kam überraschend. Zack. Verstecken wir das Ganze ein bisschen. Lalalala. Es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie wieder nach Hause. Nun gut. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal.